Ja? Watch your step. Nothing good comes out of a place like this. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt gehen wir zurück in diesen lootigen Raum hier und rasten da nochmal, um uns hochzuheilen. Und wenn wir uns dann mit dem Licht anlegen, was wir auch vorhaben, buffen wir uns vorher ordentlich. Und ja, benutzen die Dinger. Schwächt Leichname macht sie anfälliger für Angriffe. Mhm. So, gerastet haben wir. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? So, und dann nochmal eine gute Heilung. Ja? So, machen wir nochmal einen Quick Save. Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? So, dann fangen wir mal an zu buffen. Was für eine... Minz hat eine ordentliche Stärke. Sie hat auch eine ordentliche Stärke. Brauche ich ja nicht den Stärkezopf. Fast gar nicht mehr. Ja, nehmen wir den mal raus. Bin eigentlich am ehesten für Verschwimmen. So. Aber ja. Schild. Kettenzauber. Speak. Steinhaut. Geisterrüstung. Zwei Säurepfeile einprägen. Worum geht es diesmal? Hast wirken. Verteidigungskoordination. Ja? Das sollte reichen. Ihr braucht nur zu fragen. Who are you now? How did you come to this place? Hm, wer seid ihr denn jetzt? Wie seid ihr hier reingekommen? Man kennt mich unter vielen Namen. Held, göttlicher Benoir. Das ist eine lange Geschichte. Eine Geschichte, die ich in einem heftigen Kampf mit einem zwergischen Leichnam... die in einem heftigen Kampf mit einem zwergischen Leichnam endet. Ich kam auf der Suche nach Macht und Reichtum her, genau wie ihr. Man kennt mich unter vielen Namen. Und was sind eure Angelegenheiten hier? Ich bin hier auf Geheiß von Auchlin Tiefader. Er bat mich, die böse Kreatur zu zerstören, in die sich sein Freund Kaltherd verwandelt hat. Meine Angelegenheiten bestehen daraus, eure Existenz ein schnelles und endgültiges Ende zu setzen, Abscheulichkeit. Ich strebe hier nach Macht, genau wie an jedem anderen Ort. Ja, meine Augen erkennen sie nun, die göttliche Berührung, die in eurem Blut inne wohnt. Große Macht erwartet euch, vielleicht schon eher als euch bewusst ist. Die Anhänger des geheimen Schimmers hatten ein Relikt aus 5 Teilen dabei, die Amulette des Hüters der Geheimnisse unter dem Berge. I am kind to those who do me a kindness, generous to those who serve my needs. Bring the 5 Keeper's Amulets to me, and I shall bestow upon you an item of great power. What say you? Ich bin freundlich gegenüber jedem, der mir Freundlichkeit entgegenbringt, großzügig gegenüber jenen, die in meinen Diensten stehen. Bringt mir die 5 Amulette... und ich werde euch einen Gegenstand von großer Macht überreichen. Was sagt ihr? Amulette, ich glaube, die habe ich bereits. Hier seht. Gebt sie mir. Ja, perfekt. Das sind sie. Nein, welche Teufelei ist das? Ich sagte, ich brauche alle 5 und ihr... Und was da, und das überreicht ihr mir? Ihr versucht als Ernstes Kalthand, die Hand von Abathor auf Tore zu täuschen. Dafür werdet ihr bezahlt, Sterblicher, mit eurem Leben. Oh, er ist angepisst. Wie kann ich helfen? This isn't working. We have to try something else. War's das schon? Worum geht es diesmal? Ich muss das Phylakterium finden. Uralter Schlüssel. Oder ein Amulett.
In der Mitte der Kammer wurde ein Steinsockel aufgestellt. Etwas, was die frische, was wie frisches Blut aussieht, führt eine kreisförmige Rinne, die den Sockel umgibt. Ja. Ich muss das Phylakterium finden. Das ist doch wohl wahrscheinlich hier hinter. Hm? Ja? Wie ihr wünscht. Eine kunstvolle Schnitzerei einer Rose mit langem dornigen Stiel zieht die Oberfläche dieser lackierten Burgunderkiste. Sieht das sorgfältig gefertigte Stück scheint schwer zu sein, schwerer zu sein, als es den Einschein hat. Ein kleiner Schatz aus wertvollen Steinen ist in einem großen Schatz aus Gold und Silber in der Gestalt einer Kiste eingelagert. Um die Kiste herumgewickelt ist ein langes, geschmeidiges Band, das aus der Haut eines exotischen Wildtieres gefertigt wurde. Diese bescheidene, schmucklose Holzkiste ist mit einer Lederschnur zugebunden. Ein Medaillon in Form eines Elfenschädels mit grünen Edelsteinen in den Augenhöhlen hängt an einer goldenen Kette. Der Schädel ist offenbar hohl. Ihr schüttelt ihn und man nimmt im Inneren ein kaum hörbares Rascheln. Warte, ich hab doch hier... ein goldenes Gefäß. Mhm. Auf den ersten Blick scheint dieses Messingamulett in Ketten aus demselben Material gewickelt zu sein. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die Ketten entlang der Oberfläche des Anhängers angegossen wurden. Das Wort Phylactrium wurde grob in die Oberfläche dieses Steinwürfels geschnitzt. Als ihr ihn aufhebt, hört ihr etwas im Inneren rascheln. Leider gibt es keine offensichtliche Möglichkeit, an den Inhalt heranzukommen, ohne den Würfel zu zerbrechen. Hm. Wo will wir einfach den Würfel? Mit was Mühe gelingt es euch, den Würfel zu zerschmettern. Ihr findet ein kleines Stück Pergament, auf dem das Wort Seele geschrieben steht. Habe ich jetzt Buff? Ach, Zauberfolge aktiv. Jetzt zertrümmert das Amulett und findet darin einen blitzenden blauen Edelstein. Jetzt zertrümmert den goldenen Elfenschädel. Die Edelsteine fallen aus seinen Augenhöhlen auf den Boden. Mhm. Die Holzkiste kann leicht zertrümmert werden. Ein kleines Stück Pergament fällt heraus und zerfällt sofort zu Staub. Obwohl es scheinbar aus verformten Edelmetallen besteht, widersteht dieses Phylakterium einem Versuch, es zu beschädigen. Für die Zerstörung ist möglicherweise eine Macht jenseits der materiellen Ebene erforderlich. Mhm. Ihr schlagt gegen die Kiste, die zusammenbricht und zersplittert. Eine Wolke aus warmer, feuchter Luft umnebelt euch kurzzeitig. Mit einem Seufzer löst sie sich schließlich in der Dunkelheit der Kammer auf. Ja, das ist wohl Kaltherd. Ein kleiner Schatz aus kostbaren Steinen in einem Vermögen aus Gold und Silber in der Form einer Kiste eingebettet. Ja, so wie die Kiste, die wir gefunden haben. Und die Kiste ist ein langes, geschmeidiges Band, das aus der Haut eines exotischen Tieres gefertigt wurde. Ja. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Oh, Kalter kommt zurück. This isn't working. We have to try something else. Swingender Mist! Resisting me. Worum geht es? We need to try something else. This isn't working. We have to try something else. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, wieder hier drüben hinzukommen. Ja, das Einzige, was es wahrscheinlich zerstören kann, ist, wenn ich es in die Ebene des Feuers da drüben werfe.
your need. Yes, dear. Das Bild einer folgenden Landschaft erscheint, begleitet von der Hitze, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Ich will klar, dass das Frakterium des Leichnams Kaltat an einem Ort wie diesem entstanden ist. Das war jetzt nicht so. Du, weg da. Okay, wo war mein letzter Quicksave? Der war hier. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Worum geht es diesmal? Bei Cold. Okay. Ja? Machen wir die Hast. Und Rasen. Wie ihr wünscht. Ja, da hinten ist Kaltat wieder aufgetaucht. Ein Phylakterium, deckiges Tier, Pfoten weg von meiner Seele. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ha, my aim is true. Worum geht es diesmal? Wie? So, ihr werft das goldene Kästchen in die Flammen, das Metall schmilzt unter der Hitze des Feuers. Die Seele des Ebeninneren schreit vor Wut, Au und Angst, während sie... Ja? Nein, dafür werdet ihr sterben. Ich werde meinem Körper die Sehnen entreißen. Euer endliches Schicksal wird überall bekannt werden, ja. Gewonnenschmarkt und Königsträne. Während sie... Also die Seele schreit vor Angst, während sie verzehrt wird. Worum geht es diesmal? Wie ihr... Ja, wie ihr wünscht. Ich habe meinen Handel mit Kaltat erledigt. Könnte aber trotzdem noch den Zwergen Bescheid sagen. Und ja, Stufenaufstieg für Viconia. Okay. Erster, zweiter und fünfter Grad Priesterzauber und 8 Trefferpunkte. Das nehme ich natürlich gerne. Ja, noch eine leichte Heilung hier. Noch eine Stärkung vielleicht. Und hier eigentlich eine kritische Wunden heilen. Wie kann ich wie ihr wünscht? Gut, wir sind jetzt erschöpft, aber wir sind auch hier fertig. Jetzt können wir noch die eine Truhe plündern, denke ich mal. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie den Schlüssel kann ich übrigens ja in meinen Schlüsselbund stecken. Die zwei Sachen hier rein. Habe ich hier noch irgendwas? Das könnte ich zum Beispiel wegpacken. Flugbad aus den schwarzen Gruben, das könnte ich verkaufen. Und das packen wir auch mal da rein. So. Worum ihr braucht, nur zu fragen.
So, jetzt war ja hier oben noch eine Truhe, die wir noch nicht geplündert haben, weil wir keinen Schlüssel dazu hatten.